Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hier sind wir. Ein allerletztes Mal aus der Saison 24-25. Dann lasse ich euch in Ruhe mit dieser Enttäuschungssaison und wir beginnen mit neuem Elan nächstes Jahr. Wir schauen nochmal kurz zurück. Was ist in Europa passiert? City hat die Premier League gewonnen vor Liverpool, vor Arsenal. United hat tatsächlich eine gute Saison gespielt. Brighton sich hochgekämpft oder oben gehalten, sagen wir mal so. Und Chelsea, nicht international. Ein bisschen wie in echt, Luton Town ging runter, Burnley und Sheffield war am Ende dann ziemlich klar. In der La Liga Real Meister geworden, souverän und Girona abgestiegen. Nicht wie in echt. Auch interessant. Barça, Atletico, Villarreal. Ich glaube, das ist auch alles ganz okay. Griezmann, super. Die Bellingham, 14 Vorlagen. Sehr gut. Okay. Dann haben wir die Bundesliga. Meister wurde dort Bayern München. Na klar. Mit sehr viel Abstand und Kleindienst Torschützenkönig. Dann ist der im Sommer auf jeden Fall bei Dortmund. Gucken wir mal, ob da Vereine interessiert sind. Ah, aktuell noch nicht. Okay, interessant. Dortmund ist Zweiter, dann Augsburg Dritter. Okay. Leipzig Vierter, Wolfsburg, Freiburg. Leverkusen nicht international. Bremen ging runter und Mainz chancenlos runter. Wow. Okay. Und aus Liga 2 kommt hoch, wer? Nicht der HSV, bitte. Jawohl, nicht der KSC auf Platz 3, let's go. Sehr stark, Jungs. Oh, auf Platz 6, sorry. Schalke geht hoch, Pauli geht hoch, Lautern geht hoch, interessant. Und Düsseldorf in der Europa League. Nice, haben die den Pokal gewonnen. Okay. Ja, Düsseldorf gewinnt den Pokal. Ach du Scheiße. Auch immer im Elfmeterschießen, ne? Ne, hier 1-0 gegen Paderborn. Okay, ein bisschen Losglück auch, aber gut, gehört dazu. Dann Serie A. Napoli gewinnt die punktgleich mit Juve. Uiuiui. Wie war das da am Ende? Juve verliert gegen Napoli, das entscheidende Spiel. Oh mein Gott, das, Alter, was ein geiles Saisonfinale. Boah, dann Milan, Inter. Auch hier eigentlich sehr realistische Tabelle. Gut, wir sind im ersten Jahr, da sollte die noch einigermaßen realistisch sein. Hier haben wir schon gesehen, Paris dominiert. Dann Marseille, Nice und Havre tatsächlich. Auf Platz 4, auch krass. Lille, Brest. Ja, und leider Stade Rennes in der Liga geblieben. Nächstes Jahr gehören wir hier dazu. So, Eredivisie. Wer hat die gewonnen? Eindhoven. Vor Feyenoord Ajax nur Fünfter. Auch relativ realistisch, zumindest wenn man die aktuelle Saison im Hinterkopf hat. Portugal gewinnt Porto. Dann die ganzen, oder die beiden Lissabon-Clubs. Braga, Gil Vicente. Okay. Dann, was haben wir hier noch Interessantes? Meistergruppe. Wer gewinnt in Belgien? Anderlecht vor Brügge, vor Antwerpen, vor Charleroi und vor Saint-Gilles. Okay, Schottland ist eigentlich nicht so interessant, oder? Ja, haben wir auch gar nicht ausgewählt. Hier ist Salzburg, Erster. Türkiye hat Galatasaray gewonnen. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe. Ankara Gücü tatsächlich Fünfter. Hui, da wurde aber mehr als ein Schiedsrichter geklatscht, glaube ich, dass man den Platz erreicht. Kasımpaşa steigt ab. Istanbul. Auch. Sivas auch. Ah, okay. Türkei hätte ich auch echt mal Bock zu managen. Wäre, glaube ich, auch echt interessant. So, hier Young Boys Meister, souverän. Okay. Ich glaube, was vielleicht nochmal interessant ist, wer kommt denn hoch? Championnat de France National. Montbéliard kommt hoch und Chamois Niort. Okay. Gol FC, auch nice. Egal, die sind richtig. Mit denen hätten wir mal spielen müssen. So, das heißt hier unten. Wo, ah ja, warte, nee, wir haben ja mehrere Gruppen, oder? Hey, wie ist denn das System hier nochmal? Championnat National, Gruppe A. Ne, das ist dann vierte Liga, ne?
Aber warum gehen? Ah, wahrscheinlich wegen Corona-Regeln noch, ne? Das, ja, deswegen steigen auch so viele ab. Ja, okay. Okay, verstehe. Gut, und dann natürlich nochmal interessant, Conference League. Aktuell natürlich noch nicht so interessant für uns. Aston Villa gewinnt die gegen die Fiorentina. Fenerbahçe tatsächlich im Halbfinale, Ajax auch. Frankfurt verliert gegen Fiorentina. Bodø/Glimt mit dabei, wow. Okay, dann haben wir die Euroleague. Schauen wir rein ab dem Viertelfinale. Leipzig gewinnt 8 zu 2 gegen Lazio. Holy shit. Nachdem sie 4-1 das Rückspiel, das Hinspiel verloren haben. Boah, was geht da ab? Liverpool setzt sich gegen West Ham durch. Leverkusen verliert gegen Lens. Betis gewinnt gegen Bergamo. Liverpool dann sehr klar weiter und auch Leipzig sehr klar weiter. Und das Finale, ein 4-2, ein Fußballspektakel, so wie das sein muss. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir die Champions League, auch ab dem Viertelfinale mal. Dortmund setzt sich gegen Barca durch, knapp. Porto setzt sich gegen San Sebastian durch, okay. City gegen Atletico und Arsenal gegen Newcastle. Das sind aber Top-Favoriten schon früh raus, ne? PSG gegen Newcastle, Napoli gegen Atletico, Inter Sevilla, Bayern gegen Barca. Real gegen Porto, ja, okay, dann geht's schnell. Arsenal setzt sich durch locker gegen Dortmund und City auch mit dem 3-0 im Hinspiel gegen Porto. Und dann gewinnt Arsenal die Champions League. Na gut, Mikel Arteta freut sich, wenn er noch Trainer ist. Ja, okay, dann so viel dazu, Freunde. Habt den kleinen Überblick, was bei uns in Europa passiert ist. Und ich kümmere mich jetzt um unsere ganzen Scheißer zu Hause, die bei uns noch rumsitzen. Ignatenko wollte übrigens nicht weg. Dann habe ich gesagt, gut, wenn er unbedingt bleiben will, dann darf er bleiben. Dann zeige Leistung. Deswegen ist er jetzt erstmal noch da. In dem Sinne, Freunde, wir sehen uns mit der Kadervorstellung für die neue Saison in Liga 2. Naja, macht's gut. Haut rein.